Kurven, Berge, Serpentinen. Für Motorradfahrer das Paradies, für die Polizei schlicht ein Unfallschwerpunkt. 3 Millionen Motorräder sind auf Deutschlands Straßen unterwegs, mancher viel zu schnell. 151 war. Die Eifel ist ein beliebtes Ziel für Motorradfahrer aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Doch so viele Kreuze wie hier stehen nirgendwo am Straßenrand. An sonnigen Wochenenden kämpfen hier Autos und Motorräder um die Ideallinie. Selbst untereinander geraten sich die Biker immer öfter in die Quere. Fahr so in Holland. Klasse. Naja, klasse, da fährst du nämlich keinen Meter mehr. Der Kampf für mehr Sicherheit ist gerade in den engen Kurven der Eifel immer schwierig, häufig erfolglos. Doch es gibt Polizisten, die sich auf Motorräder spezialisiert haben. Wenn Hauptkommissar Hartmut Zirke eine Maschine stoppt, bleibt kein Rennauspuff unentdeckt. Wissen Sie, was das jetzt zur Folge hat? Ihre Maschine fährt jetzt keinen Meter mehr. Feierabend. VUP meldet der Polizeifunk vor 30 Minuten. Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Motorradgruppe aus den Niederlanden war hier unterwegs. Hauptkommissar Hartmut Zirke weiß bereits, was passiert ist. Die erste Motorradfahrerin dieser Gruppe ist dann nach links abgebogen, hat aber dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Und dann kam es hier im Einmündungsbereich zu diesem Parkplatz zu einem heftigen Zusammenstoß. Hier vorne sieht man also die Anstoßstelle. Hier liegt noch ein bisschen Blut auf der Straße. Die Maschine der Motorradfahrerin aus den Niederlanden, ein Totalschaden. Das ist also hier heftigst gestreift worden auf der anderen Seite. Der Auspuff ist auch abgerissen, wie man erkennen kann. Der liegt daneben. Ja, und aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit ist der entgegenkommende Motorradfahrer bis hier hinten in den Graben geflogen. Und das fast 100 Meter weit. Der Fahrer ist auf dem Weg zum Krankenhaus, wie auch die abbiegende niederländische Motorradfahrerin. Die ist auch mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus. Wir haben also 2 Schwerverletzte. Neuwert 10.000 Euro, jetzt ein Haufen Schrott. Hauptkommissar Zirke weiß, dass sein Tag heute wieder einmal lang werden kann. Es herrscht Motorradwetter in der Eifel. Nur eine Autostunde von Köln entfernt, die Eifel. Naherholungsgebiet für Hunderttausende. Doch die Berge und Täler ziehen nicht nur Naturliebhaber an. Schnell durch die engen Kurven, eine Herausforderung für Motorradfahrer. Viele überschätzen sich dabei. Von manchen Unfällen gibt es Filmaufnahmen. Diese Szene nahm ein Hobbyfilmer auf. 2 Maschinen jagen bergab in eine enge Linkskurve. Plötzlich verliert ein Fahrer die Gewalt über sein Motorrad und stürzt. Die Aufnahmen dieses tödlichen Unfalls wurden als Beweismittel von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Was glauben Sie, warum, zu welchem Zweck wurde diese Videoaufnahme gemacht? Ja, um sich abends bei einem Gläschen Bier möglicherweise selbst wieder aufzupuschen und zu sagen, was sind wir doch für tolle Typen, was sind wir doch für tolle Fahrer. Weil sowas passiert uns ja eigentlich nicht. Wir wollen ja Spaß haben, wir wollen den Adrenalinkick haben. Ja, und mit diesen Situationen, wie wir es gerade auf dem Videoband gesehen haben, rechnet ja eigentlich keiner. Die L33. Einflugschneise nennen sie die Beamten. An der Landstraße haben sie gerade ihr Tempomessgerät aufgebaut, als sich ein kreischendes Geräusch schnell nähert. So schnell, dass Kommissar Rudi Meier mit dem Laser nicht mitkommt und nur noch schätzen kann. Circa 200. Wie viel ist hier erlaubt? 100. Normale Landstraße, 100 erlaubt. Das wäre natürlich der heutige Tagessieger gewesen, sage ich jetzt mal so. Ne? Aber leider hat es nicht geklappt. 2 Kilometer entfernt wartet Hauptkommissar Zirke, um ertappte Raser aus dem Verkehr zu ziehen. Handeln kann er aber nur, wenn ein Messergebnis vorliegt. Schätzen gilt nicht. Da kommt bereits der nächste Motorradfahrer und diesmal klappt die Messung. Hartmut, Gradfahrer mit 142, anhalten und wenn möglich hierher zurückbringen. Bleibt 138 übrig, 38 km/h zu schnell. Da sind wir bei 75 Euro. 1 Kilometer schneller und der Führerschein wäre weg. Zirke will gerade zurück, da kommt schon der nächste. Jetzt haben wir gerade hier eine Messung reinbekommen, 130. Ja, ist angehalten worden. Ja, das ist schon der nächste. Das sind aber noch relativ geringe Geschwindigkeiten, die hier gefahren werden. Wir hatten im letzten Jahr genau an dieser Stelle
eine Höchstmessung mit 237 Stundenkilometern. 237, genau an dieser Stelle. Was hat der Fahrer gesagt, dass Sie den rausgeholt haben? Er wollte mal testen, wie es ist, wenn er auf der Landstraße so schnell fährt und wie seine Maschine reagiert, wenn er dann stark abbremst. Immer stärker, immer schneller. Moderne Motorräder haben oft weit über 100 PS und wiegen weniger als 200 Kilo. Bremsen, Reifen und Rahmen verkraften so viel Leistung. Viele Fahrer aber leider nicht. An dieser Stelle sind zwei Motorradfahrer verbrannt. Wenn Sie hier weiterfahren, in jeder Kurve finden Sie mehrere Kreuze. Nicht nur ein Kreuz, mehrere Kreuze. Die Schwerverletzten und Verletzten gar nicht mit einbezogen. Die Warnschilder am Straßenrand nützen da wenig. Hauptkommissar Zirke ist wieder in der Eifel unterwegs. Doch heute nicht in Uniform auf einer grün-weißen BMW, sondern in Zivil auf seiner Honda. Auch privat ist der Polizist leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ja, ich bin jetzt von Heimbach gekommen, hier zum Kloster Mariawald. Die Gesamtstrecke ist ca. 5 Kilometer lang, wunderschöne kurvige Strecke, aber eine der Hauptunfallstrecken hier in unserem Zuständigkeitsbereich. Wir hatten hier zum Beispiel in den letzten 10 Jahren, kann ich sagen, 44 Tote. Zwar nicht auf dieser Strecke, sondern in unserem Zuständigkeitsgebiet. Aber eine dieser Hauptunfallstrecken ist hier diese Straße von Heimbach nach Mariawald. Die Privatmaschine des Beamten ist mit einer Videokamera ausgestattet, um zu dokumentieren, wie hier gefahren wird, wenn keine Polizei zu sehen ist. Zirke fährt die Unfallstrecke mit 50 km/h, hält sich an das Tempolimit. Ich fahre jetzt mit 55 Stundenkilometern, werde von einem Motorradfahrer nach dem anderen hier überholen. Also Geschwindigkeit, Beschränkung auf 50 km/h interessiert überhaupt niemand. Selbst kurz vor einer unüberschaubaren 90-Grad-Kehre wird Hartmut Zirke noch überholt. Und wenn man das so sieht, denke ich, ich war ein Verkehrshindernis. Ich habe mich an die Vorschriften gehalten, aber alles, was mir folgte, ist letztendlich an mir vorbeigefahren. Richtig gefährlich wird es, wenn nicht Motorräder, sondern Autos überholt werden. Auch diese Situation hat Zirke heute gleich mehrfach erlebt. Ja, und im Überholverbot überholt. Und 50 wird natürlich hier in falscher Weise eingehalten. So, von hinten her hat sich schon der nächste Kandidat. Als Motorradfahrer, wie gefährlich war diese Situation? Die war höchst gefährlich, weil er konnte die Kurve nicht einsehen, in die er da reinschoss. Im selben Moment hätte aus dem Gegenverkehr heraus ein anderer Motorradfahrer in diese Kurve reinfahren können und dann hätte es ganz fürchterlich gescheppert. Absolut unverantwortlich, A, für sich selber und B, vor allen Dingen für andere auch. Mhm. Weil er gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere damit. Kriegt man solche Leute mit Tempolimits? Nein. Keine Chance, ne? Keine Chance. Die Straße, auf der schon so viele Motorradfahrer starben, führt direkt an einem über 500 Jahre alten Kloster vorbei. Hier in der Abtei Mariawald leben rund 20 Mönche des Trappistenordens. Besucher sind willkommen, ob für einen Gottesdienst oder mehrere Tage. Aber leise müssen sie sein. Das Kloster ist für Mönche wie Besucher ein Ort der Stille, der Einkehr und des Gebets. Und draußen heulen die Rennmaschinen. Besonders in die Kirche hören wir natürlich, wenn Motorradfahrer laut sind. Wir hören es auch, wenn so die Hubschrauber überkommt. Und das macht uns natürlich allen zu schaffen. Dann wissen wir schon, ist wieder irgendwo ein Unfall geschehen. Schon 400 Jahre vor der Erfindung des Motorrads haben Mönche hier in der Eifel gebetet. Um ihre Ruhe bitten sie neuerdings auf Plakaten. Kurze Zeit später. Dieser Schopperfahrer ist gerade geblitzt worden, doch Hartmut Zirke hat noch einen ganz anderen Verdacht. Am besten schieben Sie schon mal Ihre Maschine ziemlich weit rechts rüber. Was ich so höre, gibt mir Anlass dazu, Sie wahrscheinlich hier nicht mehr weiterfahren zu lassen.
während Sie hier so vorbeifuhren, habe ich dann gehört, dass mit Ihrer Auspuffanlage auch so einiges im Argen ist, Herr Schmidt. Könnte sein, ja. Sehen Sie. Wir werden zunächst mal die Geschwindigkeitsüberschreitung klären und dann werde ich mir Ihre Auspuffanlage anschauen, ja? Rudi, wie schnell war der genau? Genau 30 km/h zu schnell, für Kommissar Meyer ein klarer Fall. 50 Euro plus Verwaltungsgebühren, 3 Punkte. Doch das eigentliche Problem ist nicht so schnell erledigt. Der Vorwurf lautet Veränderung der Auspuffanlage. Was sagen Sie dazu? Sie müssen jetzt nicht sagen, Sie sind Betroffener in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Deshalb stelle ich Ihnen die Frage, nachdem ich Sie belehrt habe. Ja, ja, ist klar. Kannst du damit noch nach Hause fahren? Die Frage war, was sagen Sie zunächst einmal dazu? Ist korrekt. Der Beamte hat recht. Ja, selbstverständlich. Dankeschön. Eine Messung soll zeigen, wie laut das Motorrad ist. Ein Flugzeug, das startet, macht ungefähr 110 Dezibel. Ich glaube, die ist lauter. Die ist lauter, ne? So, drehen Sie mal ein bisschen auf. Jetzt haben wir schon 95. Also ich habe jetzt hier 90 Dezibel plus 20 sind 110, circa 108 Dezibel. Absolut, ich schätze ja noch. Ne? Das gleiche Geräusch wie ein startendes Flugzeug. Jetzt stellen Sie sich nur mal vor, Sie fahren mit einer mittleren Drehzahl an einem Fahrradfahrer vorbei. Auf der Landstraße. Ja, der fällt vom Rad runter. Zupft wahrscheinlich. Die Endrohre lassen Bikerherzen und Lärmmessgeräte höher schlagen, sind aber auf öffentlichen Straßen verboten. Konsequenz? Keinen Meter weiterfahren, das Fahrzeug bleibt hier stehen. Wenn Sie ein Handy dabei haben, können Sie gerne anrufen. Habe ich leider nicht. Dann werden wir das über Funk für Sie regeln. Dass der Umbau verboten ist, wusste er, aber trotzdem. Wir wohnen ziemlich nah an den Grenzen von Holland und Belgien. Und wenn die dann rübergebrettert kommen, ne, und dann kommst du an, und dann ist das halt. Ne? Und dann ist dann zum Beispiel, da kommen manche zum Beispiel mit Harley Davidson und die sind eh schon etwas höher. Ich glaube, die gehen auf 84 oder so, 85 Dezibel. Fühlt man sich da so ein bisschen kastriert, ne? Ja, so ungefähr, ne? Nach Hause geht es im Taxi. Der leise Originalauspuff liegt in der Garage. Erst wenn der montiert ist, darf der Biker wieder auf sein Motorrad. Auch Hauptkommissar Zirke ist wieder auf der Straße. Diesmal verfolgt er eine ganze Gruppe, die gerade an ihm vorbeigefahren ist. Seine BMW ist den meisten Sportmaschinen deutlich unterlegen, aber Zirke fährt seit 25 Jahren Motorrad und kennt hier jede Kurve. Hinter einem Rettungswagen muss die Gruppe bremsen. Zirke überholt und winkt sie auf einen Parkplatz. Guten Tag, Zirke ist mein Name. Ich hätte gerne Führerschein und Fahrzeugschein gesehen. Der Motorradkenner sieht sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Ich suche die E-Kennzeichnung, die EG-Kennzeichnung Ihrer Auspuffanlage. Aber da können Sie mir sicherlich weiterhelfen, ne? Augenblick. Ich bin auch selber nicht der Besitzer des Fahrzeugs. Also. Das gehört meiner Ex-Freundin. Ihrer Ex-Freundin? Und jetzt fahren Sie mit der neuen Freundin? Nee, nicht mit der neuen Freundin. Allgemeine Motorrad. Hätte ja nun sein können, ne? Hätte sein können, natürlich. Doch kurz darauf lacht niemand mehr. Die Auspuffanlage hat keine Zulassungsnummer, ist illegal. Das Motorrad darf so nicht weiterfahren. Sie bekommen eine Anzeige, Ihre Ex-Freundin bekommt eine Anzeige. Sie zahlen 50 Euro plus Verwaltungsgebühren dafür. Ihre Freundin zahlt 75 Euro als Halterin dafür. Die Weiterfahrt ist untersagt. Sie dürfen sich einen Hänger holen. Der Tag ist für Sie leider gelaufen. Der Fahrer telefoniert bereits mit einem Abschleppdienst, als plötzlich Bremsen quietschen. Jetzt hat sich das erledigt hier. Nur ca. 100 Meter entfernt ist gerade ein Motorradfahrer mit seiner Maschine in die Leitplanken gerutscht. Zirke kann noch nicht einschätzen, wie schlimm es ist. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Ich habe das gar nicht so schnell mitgekriegt. Ich bin noch nicht schnell gefahren. Ich habe auf die anderen Motorräder geguckt und auf einmal kam ich immer näher an den Straßenrand. Wie auf die anderen Motorräder geguckt? Ich habe die angeguckt und dann... Der letzte Unfall hier ging nicht so glücklich aus. Das ist genau diese Stelle, wo ich vorhin sagte, wo im vorletzten Jahr der Motorradfahrer verunglückt ist, weil er nämlich hier mit erheblicher Geschwindigkeit ankam. Dann, weil er merkte, die Kurve ist zu eng für mich, abbremste, Maschine richtet sich auf und ist an der gleichen Stelle hier in etwa genau gegen die Leitplanke geschossen.
über die Leitplanke drüber und an den Bäumen hier vorne hängen geblieben. Also an der Stelle hat es letztes Jahr einen Toten gegeben? Ja, etwa, ich sag mal, hier rauf, runter, 5 Meter hatten wir im vorletzten Jahr einen Toten. Der junge Motorradfahrer hat seinen Führerschein gerade mal 8 Wochen. Plötzlich entdeckt Zirke einen zweiten Unfallbeteiligten. Ein Salamander. Da sieht man auch mal ganz selten einen richtigen Salamander. Das ist eben Eifel und Natur. Aber der hat's überlebt. Der hat's Gott sei Dank überlebt. Sonst hätten wir wirklich einen gravierenden Schaden daraus machen müssen. Leb weiter. Können Sie noch fahren, ja, oder? Nee, ja, ein bisschen so nervös, aber. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Fremdschaden ist nicht entstanden. Eigenschaden haben Sie nicht. Jetzt fahren Sie bis da vorne und dann machen Sie erstmal eine Pause. Bis Sie ganz ruhig sind und dann dürfen Sie weiterfahren. Weil im Moment will ich Sie so nicht weiterfahren lassen. Sie zittern ja noch. Organspender nennt man die Biker hier auch. Doch die Raser gefährden nicht nur sich selbst, sondern auch die Menschen, durch deren Städte sie donnern. Die Bewohner des kleinen Eifelortes Vossenack nehmen das nicht länger hin und wehren sich. Sie protestieren mit selbstgebauten Schrifttafeln gegen Lärm und Raserei. Seit Jahren leiden die Menschen hier unter dem Verkehr. Selbst heute, obwohl die Straße gesperrt ist, bahnen sich Motorradfahrer ihren Weg durch die Baustelle. Das ist ja jetzt ein Motorrad, was hier lang fährt. Darf das jetzt im Augenblick hier fahren? Nein. Im Augenblick nicht, die Straße ist gesperrt. Die Straße ist gesperrt für jeden Durchgangsverkehr, ja, nur für die Anlieger, ja, freigegeben. Ach, das ärgert Sie das jetzt? Bitte? Ärgert Sie das? Das ärgert uns schon, ja. Obwohl die ja jetzt solide und langsam fahren, auch vom Geräuschpegel ist das zu akzeptieren, aber die halten sich nicht an die Straßenverkehrsordnung. Die Straße ist gefährlich. Bis in die 70er Jahre wurden hier Bergrennen veranstaltet. Die Serpentinen locken noch heute. Sie sehen ja hier unten noch viele Kreuze, darauf zielt ja auch da unser Schild. Hier gab es wirklich viele Tote einfach auch und ganz junge. Was haben Sie auf diesem, Achtung, jetzt kommt glaube ich schon wieder Motorrad von hinten. Lauf mal weiter. Wahrscheinlich auch nicht 50, nehme ich mal an. Die Strecke hier ist aber gesperrt, oder? Die Strecke ist im Moment gesperrt, weil da eben die Baustelle ist und eigentlich dürfte jetzt hier gar niemand fahren. Nicht alle Biker haben Verständnis für die Aktion. Die Schilder müssen einiges aushalten. Abgerissen worden, aber heil geblieben, sodass wir sie eben nur wieder aufstellen mussten. Aber dann nach 2, 3 Reparaturen, dann blieben die stehen. Da hat man sich dann nicht mehr dran vergriffen. Das sieht ja auch ein bisschen mitgenommen aus, das Schild, nicht? Ich meine, das ist ja, ja nur nicht, das ist ja nicht reine Verwitterung, ne? Nein. Das ist auch mit Steinen, die Steine lagen auch hier, das ist richtig als Zielscheibe benutzt worden. Wer nicht bremsen will, muss zahlen. Kommissar Meyer steht zur Tempomessung wieder an einem Unfallschwerpunkt. Hier ist nur noch Tempo 70 erlaubt. Sein Lasergerät reicht 1000 Meter weit und kann ankommende und wegfahrende Motorräder anpeilen. So, der runterfuhr wieder vorschriftsmäßig. Und die wegfuhren, die lagen wieder bei 93, 95, je nachdem, wie wir sie eingemessen haben. Oberkommissar Nolden soll ertappte Raser aus dem Verkehr ziehen. Nicht gerade ungefährlich. Wie weit kannst du denn da runter sehen? 220 Meter. Nur 220 Meter bis zur nächsten Kurve können die Beamten einsehen. Das kann eng werden. Da muss ich mich jetzt wohl gleich beeilen, wenn da ein Schneller kommt. Das sehe ich auch so. Muss ich mal einen Sprint einlegen hier. Und das schon kurz darauf. Hey! Ja, du. Da steht der Zone. Hast du den? Da waren genau die anderen Fahrzeuge davor, um einzumessen. Also ich muss ein bisschen näher kommen, sonst kriege ich ihn nicht. Doch viel näher geht nicht, dann wäre die Aktion schnell sinnlos. Sobald ein Motorradfahrer die Polizisten entdeckt, warnt er alle Entgegenkommenden. Da hilft nur Tarnen und Sprinten. 96! Schaffst du den noch? Ah, sicher doch! 96 Stundenkilometer in einer 70er-Zone. Das kostet 65 Euro und bringt einen Punkt im Flensburger Verkehrssünderregister. 26 km/h zu schnell, damit ist der erwischte Ducati-Fahrer bei weitem noch kein Raser. Auf der langen Geraden werden manchmal regelrechte Beschleunigungsrennen gefahren. Die Ruhe dauert auch jetzt wieder nur kurz. Rudi Meyer hat gemessen, obwohl in dieser Richtung niemand anhält. 151 war er. Erlaubt gerade mal 70 km/h. Sein Kollege muss schon wieder sprinten.
diesmal um einen belgischen Tiefflieger einzufangen. 35 Stundenkilometer zu schnell in einer Tempo-50-Zone. Der Fahrer hat nicht einmal gemerkt, dass er geblitzt wurde. Oberkommissar Nolden hat gerade erst die Dienstmütze auf, als plötzlich ein zweites Motorrad stoppt. Fahrer und Sozier beschweren sich heftig über den Fahrstil des angehaltenen Belgiers. Wenige Minuten zuvor habe der sie gefährlich überholt. Gab es da noch einen Vorfall, den wir gar nicht mitbekommen haben? Ich bin so zusammengezuckert, das ist Wahnsinn. Echt, komm, Wahnsinn. Stellen Sie doch mal ab, kommen Sie mal rüber. Er hat Sie eben überholt. Aber wie? Im Überholverbot oder? Motor. Ja. Wir fahren sehr lange. Aber ich habe mich so erschrocken. Das ging aber so gerade an uns vorbei. Ja. Also, ja. Aber volle Pulle. Mhm. Mann. Ja, wollen Sie dazu was sagen? Nee, was soll ich dazu sagen? Gar nichts. Ich kann nichts dazu sagen. Fahr so in Holland. Klasse. Naja. Klasse, da fährst du nämlich keinen Meter mehr. Ein Begleiter des Belgiers wartet mit seiner Maschine vorsichtshalber in großer Entfernung. Meine Leute haben sich erschrocken. Okay, das kann ich verstehen. Aber dass ich da angeblich 10 Zentimeter nah dran vorbeigefahren bin, wie die sagen, ist auch nicht gewesen. Die haben sich nur einfach erschrocken. Und ich meine, wenn man sich in einer Schrecksituation, dann stellt man sich vieles vor. Von Einsicht keine Spur, aber nach einigen Diskussionen wechseln schließlich doch 139 Euro bargeldlos den Besitzer. Der Preis für zu schnelles Fahren und das gefährliche Überholmanöver. Hätte der belgische Motorradfahrer nicht bezahlt, hätte er seine Maschine stehen lassen müssen. Alltag auf den Straßen der Eifel. Sobald es trocken und warm ist, hat Hauptkommissar Zirke alle Hände voll zu tun. Für die Anwohner ist der Lärm oft schlimmer als alle Temposünden. Diese japanische Sportmaschine war schon von Weitem zu hören. Hier habe ich den typischen Fall von Erlöschen der Betriebserlaubnis durch Veränderung der Auspuffanlage. Aber fangen wir ganz von vorne an. Zirke ist mein Name. Ich hätte gerne den Führerschein, den Fahrzeugschein gesehen. Zirke fotografiert die Maschine für die Polizeiakten. Ihr Besitzer hat schnell gemerkt, dass er es mit einem Motorradkenner zu tun hat. Er versucht erst gar nicht zu lügen. Das Problem ist, dass die Auspuffanlage einfach zu laut ist. Mhm. Und damit ist das praktisch ein Racing-Dämpfer, der es für Straßenverkehr nicht zugelassen. Mhm. Ja, und das heißt, ja, der liebe Onkel hat mich eben angehalten. Mhm. Und das heißt, ich darf nicht mehr weiterfahren. Müssen Sie die Maschine jetzt abschleppen lassen? Richtig. Oder ich nehme halt den sogenannten DB-Iter rein. Mhm. Dann darf ich weiterfahren, ausnahmsweise mal. Ja. Ja. Und wo drei ist der? Punkte 175 Euro. Entschuldigung. Drei Punkte 175 Euro. 175 Euro. Ja, oder 75 Euro. Ja. Ja. Und wo ist der DB-Iter jetzt? Das ist bei mir unter der Sitzbank. Der wird gleich montiert, bevor ich weiter. Also das Problem war Ihnen schon bekannt. Sicher, ja, logisch. Unter der Sitzbank fährt er spazieren, was eigentlich in den Schalldämpfer gehört. Der sogenannte DB-Iter, der Dezibelfresser. Dadurch soll die Anlage leiser werden. Und der kommt jetzt wieder da rein? Der kommt jetzt hier rein. Ja. Nur mit einer Schraube wird der Dezibelfresser befestigt. Der Motorradfahrer darf heute noch einmal weiterfahren, aber wehe, Zirke kriegt ihn noch einmal. Würde ich ihn jetzt noch mal nächste Woche erwischen, hier in unserem schönen Eifelgebiet, dann wäre diese Anlage sicherlich Grundlage und Bestandteil einer Beschlagnahme. Das heißt, der ganze Auspuff wird dann einkassiert? Der Endschalldämpfer, also bis hier. Deutlich leiser, 75 Euro ärmer und um eine Erfahrung reicher geht es zurück nach Hause an den Niederrhein. Treffen der Motorradfreunde Niedecken. Sie sind weder Rocker noch Raser, sondern Angestellte, Unternehmer, Handwerker oder Mediziner. Aus 30 Mitgliedern besteht die Gruppe. Hier zählt nicht, wessen Maschine die schnellste ist oder den lautesten Auspuff hat. Die Leidenschaft Motorradfahren verbindet. Das sind so 2, 2,5 Stunden, wo man wirklich schön entspannen kann. Es wird nicht gerast. Es wird schön manierlich gefahren. Wichtig ist, dass alles heil ankommt. Und unsere Maxime lautet, es wird in der gleichen Reihenfolge angekommen, wie auch abgefahren wird. Die Motorradfreunde haben Glück. Sie wohnen in einer der schönsten Gegenden Deutschlands und können ihr Hobby ohne lange Anreise genießen. Doch richtig Spaß macht ihnen das Fahren kaum noch. Die schönsten Strecken sind am stärksten limitiert. Tempo 50, Überholverbot. Grund immer der gleiche. Einige wenige machen die Straßen zu Rennstrecken, überschätzen sich und verursachen schwere Unfälle. Konsequenz, Tempolimits für alle. Weit ist Horst Steinberg mit seiner Gruppe bei dem Tempo nicht gekommen. Der Präsident spricht aus, was fast alle Motorradfahrer denken. Es ist nicht so, dass wir hier mit 120, 150 hochrasen wollen. Ja? Aber wir würden gerne diese Straßen in einem angemessenen Tempo entsprechend fahren.
Hier auf der Strecke wäre meistens, ich denke mal, 70, 80, ist gefahrlos zu fahren. Und das ist das, was uns also wirklich sehr stark beeinträchtigt und was uns, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, was uns stinkt. Die Motorradfreunde Niedecken sind inzwischen an ihrer Lieblingsstrecke angekommen. Doch fahren dürfen sie hier schon lange nicht mehr. Ja, den absoluten Hammer, eine Totalsperrung für Motorräder an, jetzt muss ich gucken, Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Das heißt also, an den Tagen, wo man wirklich Zeit hat, seinem Hobby zu frönen, Motorrad zu fahren, ist diese Strecke hier für uns gesperrt. Ein Sonntag in der Eifel. Kurz vor Dienstschluss doch noch ein Einsatz für Hauptkommissar Zirke. Die Rückfahrt in die Niederlande endet für dieses Motorrad im Straßengraben, der Fahrer nur leicht verletzt. Der Motorradfahrer hat also diese Kurve ganz deutlich unterschätzt. Hier hat er blockiert, ist dann also, nachdem er die Bremse wahrscheinlich vorne und hinten betätigt hat, hat die Maschine sich aufgerichtet, die zieht hier eine gerade Spur, ist zu Fall gekommen und ist dann hier Gott sei Dank weich gefallen, deshalb kein Personenschaden. Der Sturzhelm trägt seinen Namen zurecht. Die Kratzer und Schnitte zeigen, wie der Fahrer mit dem Kopf aufgeschlagen und über den Asphalt gerutscht ist. Hauptkommissar Zirke gibt die Straße gerade wieder frei, da donnert etwas aus dem Tal herauf. Der Fahrer ist überrascht. Um diese Uhrzeit sind normalerweise hier keine Kontrollen. Und die wollte er auch sicher vermeiden. Oh, was sehe ich da? Sie fahren mal bitte hier vorne rechts rein. Ich glaube, jetzt ist Ihre Fahrt zu Ende. Die Rennmaschine hat eine Auspuffanlage fast ohne jede Schalldämpfung. Wissen Sie, was das jetzt zur Folge hat? Ihre Maschine fährt jetzt keinen Meter mehr. Feierabend. Die Betriebserlaubnis ist erloschen. Ja, ohne Gnade. Absolut ohne Gnade. Wir haben hier ein Naturschutzgebiet, wir haben hier ein Naherholungsgebiet und wir haben ganz erhebliche Beschwerden von Anwohnern, die sich über Lärmemissionen gerade durch Veränderungen an Motorradfahrern beschweren. Doch manche Motorradfahrer glauben, es gäbe ein Grundrecht auf Lärm. Ich sage es Ihnen nur noch mal ganz deutlich. Sollten Sie hier rauf oder runter fahren, werde ich die Maschine sicherstellen. Und dann werden wir eine richterliche Entscheidung einholen. Und ihr stellt keine jetzt sicher. Doch, das glauben Sie aber ganz sicher. Mir stellt keine sicher. Weil mir ist, stellt keiner sicher. Das können Sie, ich sage Ihnen das ganz deutlich. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Die Maschine kommt auf den Hänger, fahren Sie damit nach Hause. Versetzen Sie sie in einen ordnungsgemäßen Zustand. Von Heimbach bis Hede. Ich sage Ihnen nur ganz deutlich, fahren Sie nicht mehr damit. Nein, ist ja klar. Gut, dann haben wir uns verstanden. Gerade weil Zirke selbst Motorradfahrer ist, ärgern ihn solche Fälle. Es sind nur wenige, die eine ganze Gruppe in Verruf bringen. Sicherlich lässt mich das nicht ganz kalt. Ne? Emotional reibt mich das sicherlich auf. Aber ich versuche dann immer noch irgendwo sehr deutlich, aber immer noch sachlich zu bleiben. Ein langer Einsatztag ist vorbei. Die meisten Motorräder stehen wieder in ihren Garagen. Nächstes Wochenende werden sie wieder da sein. Die Rennsaison in der Eifel läuft auf vollen Touren. Mehr zum Thema Wahnsinn auf zwei Rädern sowie Informationen für Bürger und Biker finden Sie auf unserer Internetseite unter reportage.zdf.de. Das bin ich. Das ist mein 8. Geburtstag. Den habe ich gebaut. Ich habe viel gelacht als Kind. Niemand darf Kindern ihr Lachen stehlen und ihnen Angst und Leid antun und sie zum Schweigen zwingen. Sich betroffen fühlen ist zu wenig. Schützt Kinder vor sexueller Gewalt. Wer schweigt, lässt die Opfer allein.